Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wir müssen mal gucken, womit wir heute weitermachen. Ich habe jetzt auch gar nicht weiter irgendwie geguckt, wo was ich... Ich ging gerade ins Spiel rein und direkt... Hier ist ein Attentat. Empfohlen ist Level 5. Wir sind hier am Themsenufer. Ich meine, hier war auch noch irgendwo eine Mission, aber vielleicht geht die nur nachts und jetzt ist gerade Tag. Ah ne, das war der Zug. Das war der Zug. Ja, richtig. Okay. Ja, ja gut, dann... machen wir uns doch direkt auf zu diesem neuen Attentat. Und ich glaube, dieses Mal spielen wir es vielleicht mal mit Evie. Mal schauen. So. Hab die letzten paar Tage ein bisschen privat Assassin's Creed Rogue bestellt, gespielt. Und bin die alte Steuerung noch gewöhnt. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz noch in die Fähigkeiten rein. Wir haben keine Punkte mehr, müssen noch 14 Punkte investieren, um Level 8 zu erreichen. Okay. Herstellung. Festen Boden unter den Füßen haben. Ausrüstung. Was können wir herstellen? Den schwarzen Lederhandschuh. Der ist gleich stark wie der, den wir jetzt gerade haben, so wie es aussieht. Der nicht so. Aber ich glaube, wir brauchen nichts herstellen. Können wir hier irgendwas machen? Der große Bombenbeutel. Mittlerer Bolzenbeutel. Upgrade-Bolzen. Ja, könnten wir machen, aber wir haben ja die Gang-Upgrades. Wir wollten ja... Wo war es denn hier? Nein. Das da? Gang-Upgrades... Genau, wenn wir das hier machen, kosten danach alle anderen Gang-Upgrades weniger. Aus diesem Grund... wollten wir darauf sparen. Wir haben so knapp 4000. Okay. Dann wechseln wir jetzt zu Evie. Inventar, was können wir hier umhängen? Ach, die kennen wir doch alle schon. Warum zeigt sie uns jedes Mal neu an? Hm. Was geht hier in den Fähigkeiten? Die hat noch 2 Punkte. Damit können wir jetzt auch mit Evie Level 7 erreichen. Wir nehmen Hinrichtung oder Schlechter 2. Nehmen wir Schlechter 2. Und damit ist jetzt auch Evie Level 7. Sehr gut. Wenn du erlaubst. So. Okay. Let's see. Halt, ich wollte in die Map. Endstation. Ja gut. Das, Sympathisantenaktivitäten. Nee, Karl Marx.
Ja, alles andere ist ja noch Nebenmission. Gut. Dann auf zum nächsten Templer-Attentat. Hui. Endstation. Jacob begibt sich zu Waterloo Station, um die Maschinen zurückzuholen und Pertwee zu eliminieren, die sich als Templerin entpuppt hat. Können wir das dann nur mit Jacob spielen? Na, okay. Ich dachte jetzt, wir können auch mal Evie zum Zug kommen lassen, aber scheint nicht so. Sir, der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Den Aussichtspunkt erreichen. Na schön. Und das ist innen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie reinkommen und da sehe ich ein offenes Fenster. So. Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Nettoway. Die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Es ist nur ein geringer Mangel, Sir. Ansonsten wurde der letzte Waggon verstärkt. Okay. Perlatomer eliminieren, das Gebiet erkunden, Gelegenheiten identifizieren. Zugschaffner ist die Tarngelegenheit. Sicherheitschef, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Okay. Das hier ist der Zugschaffner. Führt zu einem Menschenauflauf in der Nähe des Ziels. Der Zugschaffner führt die Reisenden gemäß der Pläne des Bahnhofsleiters zu den Gleisen der Central Station. Mit dem Schaffner reden. Das machen wir, natürlich. Sobald wir die Anweisung bekommen. Ich muss unbedingt zur Central Station. Sie und alle anderen hier. Das geht nicht, bis ich den neuen Fahrplan habe. Schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station. Okay. Mein Kollege muss jeden Moment in den Vorplan für die Central Station. Immer weiter. Oh dear. I do believe it's best I was elsewhere. Okay. Kiste. Meins. So. Und jetzt wieder mit dem Schaffner reden.
ist Ihr verdammter Fahrplan? Oh, ich, vielen Dank. Verehrte Passagiere, alle Züge werden über die Central Station umgeleitet. Ich wiederhole, begeben Sie sich für die Abfahrt zur Central Station. Ich habe einen dringenden Termin an der Central Station. Immer pünktlich. Okay. Lass mal kurz auf die Karte schauen. Da haben wir das. Den Bahnhofsleiter befreien. Was ist mit den Dudes da oben? Den Bahnhofsleiter befreien, die Geheimpassage benutzen. Vielen Dank, Junge. Jetzt hilf mir hoch. Ich muss weiter. Irgendjemand wird dich schon finden. Okay, fehlt nur noch diese komische Geheimpassage. Wo auch immer die sein soll. Ist da irgendwo was? Sicherheitschef schaltet einzigartiges Attentat frei. Der Sicherheitschef kennt den Aufbau des Zuges. Na gut. Sollte nicht schwer sein, ein paar von denen in die Irre zu führen. Da ist Attaway. Da oben ist der Zugdude. Ich kann dich da drüben sehen! Na los! Hoppla. Ein Brief vom Hersteller. An Thomas Logan, diesem Brief liegen wie gewünscht die Entwürfe für Miss Attaways verstärkten Wagen, weil... Oh, Leute, haltet mal euren Mund, ey. Wow, das hat funktioniert. Die hervorgehobene Schwachstelle ist ein Resultat der Spezifikationen, die ein Mitglied des Dienstes vorgenommen hat. Der Name befindet sich nicht in unseren Aufzeichnungen. Okay. Einzigartiges Attentat hier drüben. Ich weiß nicht, wo diese Geheimpassage sein soll. Okay, langsam. Hör damit auf, oder ich bring dich dazu auf zu hören. Verstanden? Bleib von hier weg. Oder vorsichtig. Da ist Attaway.
bin am gucken, ob es hier irgendwo solche, was da jetzt in der Mitte ist, das weiß hervorgehobene, vielleicht gibt es da irgendwo eine Tür. Oder vielleicht ist das einfach die Geheimpassage. Ich weiß es nicht. Sollen wir? Ja. Okay. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist. Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Ja gut, der Zug ist abgefahren. Der witzige Kevin, Alter. Mit dem Zug entkommen. Langsam, langsam, langsam. Auf zur Central Station. Oder halt, nee, Charing Cross war es, ne? Die Charing Cross Road ist doch am Bahnhof King's Cross, also... Gleis 9¾. Fahren wir jetzt nach Hogwarts. Okay, ja gut, das mit der Geheimpassage hat nicht so ganz funktioniert, aber ich habe auch keine Ahnung, wo die sein soll. Egal. Mr. Sterrick. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Okay. Crawford,
Glanzes, beraubt durch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorne. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Ich weiß nicht. Ein Brief. Für mich? Haben wir es schon ein paar Mal gehört, ja. Pearl Attaway. Hey. Ja, okay. Kann der was? Scheideweggürtel. Verteidigung und Schleichen ist besser. Der muss hergestellt werden, aber den könnten wir herstellen. Kostet aber 3000. Nein, machen wir nicht. Wir haben ja gesagt, wir sparen das Geld für dieses Gang-Upgrade. Sequenz 6. Sturm auf die Bank. Nachdem Jacob dem hinterhältigen Plan von Pearl Attaway auf die Schliche gekommen war, eliminierte er sie und eroberte die Verbrennungskraftmaschinen von den Templern zurück. Jacob stößt durch einen mysteriösen Brief auf eine Verschwörung, die Londons Goldreserven in Gefahr bringt, während Evie einen neuen Plan gegen Lucy Thorne schmiedet, um den Schlüssel zum Eden-Grabtuch zurückzuholen. Gut, spielen wir diese Sequenz. Was haben wir denn hier? Boiler, die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet? Plutus. Dieser Plutus ist also Starricks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du rausspielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Thorne kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Na gut. Ein Brief. Für mich. Okay. Wie sieht's aus in London? Wir haben eine neue Jacob-Mission und eine neue Evie-Mission. Und wir sind gerade im Zug. Ich würde sagen, wir bleiben im Zug. Was ist das? Erster Weltkrieg? Die dunkelste Stunde. Ist das einer von den Helix-Rissen? Können wir die jetzt schon spielen? Okay.